Hallo, ich stehe da in der Einfahrt und warte darauf, dass der Rasenroboter quert, damit ich wegfahren kann. Ich sag's euch, ich bin zu arg. Wie geht's mir? Es geht mir schlecht. Es ist unglaublich. Ich habe gerade ein Telefonat mit dem Anwalt geführt. Und Moment, ein Mähroboter. Den muss ich kurz mal da aufwecken. Der hat sich am Auto meiner Frau. Unglaublich, was die so machen. Der macht jetzt wieder einen Stoßfehler. Der ist kaputt, ich muss mir den genau anschauen. Ich werde sie nie verstehen, diese Roboter. Na egal. Schön, dass du dabei bist übrigens. Ja. Also, Telefonat mit Anwalt. Es ist unglaublich, wie kaputt ich bin. Da, also von der Nacht reden wir ja gar nicht. Und vom gemeinen Zustand des Herrn Schmatz. Da ist ein Telefonat. Da denke ich davor nach und habe drei Themen. Und während dem Telefonat, während wir das erste Thema besprechen, entfallen mir die zwei anderen. Dann fallen sie mir endlich wieder ein. Ich bespreche ein Thema, das dritte Thema ist weg und es kommt nicht mehr. Also der Kopf ist absolut im Eimer. So viel zum Negativen. Und ihr wisst, das Ziel des Vlogs ist, möglichst positiv zu sein und nicht zu sehr in den negativen Schwingungen. Ihr seid ja praktisch meine Rettung. Da, das zu überleben. Ja. Das Positive. Ich habe einen Kegel, einen Geigenkegel oder wie das Ding heißt, Dingsbums, habe ich zugesagt zu kaufen. Zugesagt zu kaufen. Die haben da jetzt erst die Sonnenblumen eingebaut. Die werden jetzt noch reif. Die sind jetzt erst grün. Na egal. Der ist in Richtung Wilhelmsburg. Ist jetzt nicht billig, ist aber wesentlich billiger als neu. Ach, das Fahrrad wollte ich wieder mal weg. Naja, ich glaube, es kommt Regen, oder? Hat es nicht geheißen, es kommt Regen? Ich glaube, ab Donnerstag wird das Wetter schlecht. Da freue ich mich schon. Ich brauche nämlich dringend Pinke, sage ich euch. Bei dem Zeug, was ich alles kaufe gerade. Ja. Und dann ist noch immer dieser Kegelautomat in Baden. Ja, genau der, der große, schwere, den ich ja auch gerne hätte. Da müsste man nur vorher das Gartenhaus abräumen, also abladen vom Anhänger. Und es ist alles sehr schwierig. Na, schauen wir mal. Vor allem ist die Frage, wer ladet den dann auf, diesen großen Automaten? Denn ich glaube es nicht, dass ich es tue. Ach ja, es ist ja Montag, ich sollte einen Brief schreiben. Das ist auch so ein Konzept. Ihr merkt also, ich bin voll konstruiert und im Kopf. Gestern war es spannend im Kindergarten. Es waren gefühlt sehr viele Menschen ohne Niederösterreich-Card da. Und die Menschen mit Niederösterreich-Card haben gefühlt, und ich sage jetzt bewusst gefühlt, weil es nicht in Zahlen nachweisbar ist, haben gefühlt verhältnismäßig viele Informationen bereits gehabt, wussten schon, dass über das Freispiel und alles zusammen und so weiter, und haben gefühlt sehr viele auch gespielt. Es waren auch einige Menschen da, die bewusst wegen den Flippern gekommen sind, von weiter weg. Da ist ein MX-5, den wollte ich auch immer haben. Aber so ganz unter uns, so schießt er gar nicht. Vielleicht will ihn doch nicht. Und der klingt auch nicht schön. Oh, das ist Verkehr. Aber hallo, ist wieder Schule? Unglaublich, was da Verkehr ist.
Zwei links, drei rechts oder andersrum? Der Herr Fiedl fährt mit einem kleinen Auto. Dabei hätte der ja genug Geld für ein großes. Naja, jetzt ist die Frage, was tun wir heute? Ehrlich gesagt bin ich körperlich auch am Ende. Ich habe die linke Schulter jetzt wieder massiv Schmerzen. Ich bin schon am Überlegen, diesbezüglich zu einem Arzt zu gehen. Ich könnte auch Bachblüten auflegen oder so. Oder einfach abhacken. Wobei abhacken ist schwer, weil es da weh tut. Da fehlt dann da so eine... Das schaut nicht gut aus. Und bin gerade am Weg zu einer Kundin. Die wird mir meine Laune sicher um einiges erheitern. Ehrlich gesagt, habe ich gerade das Bedürfnis auf Urlaub. Was jetzt strategisch ganz blöd ist, weil meine Frau morgen arbeitet. Und heute will es putzen. Das ist jetzt so ein bisschen schwierig, was Urlaub betrifft. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wir morgen ganz spontan das mit diesem Kegelding machen. Da könnte man die Frau dann nach der Arbeit einsammeln und vielleicht einen Sprung im Metro vorbeischauen und dann gucken wir mal. So machen wir das. Ja. Das sind so unsere Konzepte. Die Konzepte des Lebens. Und die Schlecker sind aus im Kindergarten. Unglaublich, was die Kinder Schlecker essen. Also aus. Also Kuchbacken. Also sehr spannend alles. Ja, die Frage ist, irgendwas Schönes zu tun. Die Kinder würden gerne in diese Trampolinhalle. Ehrlich gesagt ist das was, was mich nicht sonderlich interessiert. Ich könnte mir aber ein Lego mit hinnehmen. Das letzte Mal, wie ich dort war, bin ich auf diese Schnapsidee mit der Gastro gekommen. Der Gastronomie. Und das rechnet sich jetzt mal nicht so, wie ich das gerne hätte. Aber ich werde das ändern und nur mehr auf Vorbestellung agieren. Dann können die Leute sich entscheiden. Also die Suppen und die Pizzaschnitten gibt es eh immer. Aber die anderen Sachen. Ja, das ist, ich habe ja keine Tiefkühl. Also ich habe schon Tiefkühlkost, weil das Tiefkühl ist. Aber ich kaufe es ja nicht tiefgekühlt zu, sondern ich mache das ja selber. Das ist auf jeden Fall gut. Tja, so viel confuses Gereden. Ich werde da jetzt mal einen Drucker installieren, wenn alles klappt. Und danach schauen wir mal, ob es da mehr zu sagen gibt. Halte dich fest, ich habe soeben ein HP-Konto eingerichtet. Und einen HP-Drucker, der sich vehement gesträubt hat, den klassischen Treiber zu installieren. Aber am iPhone hat er relativ schnell das gemacht, was man will. Das ist zwar ein Webdienst, das heißt, ohne Internet kein Drucken, aber ohne Internet eh nichts, was man ausdrucken kann, oder? Das ist ja irgendwie sehr... Wie machen da aber einen... Parken sich da so ein, da kann man ja überhaupt nicht mehr vorbei. Ja, also es ist jetzt noch nicht so spät wie erwartet. Es ist 10. Jetzt gilt es einmal rauszufinden, ob und was ich heute nicht tun möchte. Was möchte ich heute alles nicht tun? Das ist das Konzept. Eigentlich ist ja der Montag der Behördentag. Das heißt, ich müsste ja eigentlich die Beschwerden behandeln. Ja? Das werde ich jetzt angehen. Das ist der große Zeitpunkt. Ein bisschen streiten. Vielleicht funktioniert dann... Puh, der Kopf ist kaputt. Ja, man könnte natürlich auch höchst spontan diese Hütte bauen beginnen. Also bevor man die Hütte bauen beginnt, muss man noch diese Bleche mal wegtun. Soll ich die Bleche wegtun? Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist auch wieder so viel Arbeit und mit Bewegen und so und mit Plagen. Oder ich werde jetzt einmal schauen, ob irgendwo irgendein Volksfest ist. Ist irgendwo ein Volksfest? Das wäre schön so. Achterbahn und Co. Sowas könnte man machen.
mal nachdenken, ob man das macht. Und das Wetter schaue ich mal an, ob ich jetzt am Donnerstag aufsperre oder nicht. So ein bisschen nachdenken. Wisst ihr, dass die Ferien zu Ende gehen? Es ist der 20. schon durch. Das heißt, in zwei Wochen, heute in zwei Wochen ist Schule. Das ist nicht mehr viel Zeit. Ich meine, die gute Nachricht ist, das Holz ist soweit geschnitten. Also nicht so tragisch. Oder? Ja. Also, ja, komm mal. Da habe ich jetzt einen 68-30er im Auto. Mal schauen, ob ich den nochmal irgendwo verwende. Ob ich mich mit dem inhaltlich beschäftige, wie man so schön sagt. Wahrscheinlich eher nicht. Das muss man schon ehrlich sagen, dass die billigen Drucker den wahnsinnigen Vorteil haben, dass der Druckkopf auf der Patron ist. Vielleicht sollte ich das wieder anstreben, so billige Kollegen zu verkaufen. Vielleicht sollte ich das machen. Wisst ihr überhaupt, warum diese Durchfahrt bei der ÖBB da gesperrt ist? Gibt es da einen konkreten Grund oder ist das einfach nur so wegen Spaß und Jux und Tollerei? Ab 8. Da steht gar nicht bis. Ab 8.8. ist das gesperrt und das bleibt jetzt so. Das ist eine gute Einstellung. Die gefällt mir. Die gefällt mir, die Einstellung. Ich überlege gerade, ob wir kulturell was tun sollen. Sollen wir? Ich denke mal nach. Das war die andererseits kulturell tun, ist auch wieder so anstrengend, oder? Das ist. Ich bin schon ein fauler Sack, oder? Ja, der letzte Kinofilm war ja ganz gut. Ich habe trotzdem geschlafen. Der vorletzte Kino ist auch irgendwie gut. Sowas live wäre schon besser, oder? Sowas wie eine Zuglooping-Vorführung bei mir. Naja, schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass ihr aus mir irgendwas Brauchbares rauskriegt. Vielleicht wäre es gut, wenn ihr mir mal Themen hinwerft. Und irgendwie so kommentarmäßig schreibt, so, am Mittwoch redest du über dies und jenes, denn das interessiert uns nicht die Bohne und da ist immer gut, wenn du was drüber erzählst. Sowas könnte man machen. Ihr könntet mich über die Politik befragen oder über die Ferienbetreuung oder über Fahrradfahrerinnen. Irgendwas in die Richtung, das wäre nett. Das könntet ihr machen. So machen wir das. Ich werde jetzt den Ball an euch abgeben. Ha! Wieder Sport, wieder aufwendig gespart. Bin begeistert. Wir sind in Evas Bistro, sehr spät, das ist ursuper da. Das ist in der Uni, ich bin auf der Uni, bin jetzt urgescheit. Das ist heute Menü und das ist der Salat und ich krieg da noch Pfannkuchen. Ich bin schon voll begeistert. Eva ist auch gekommen, die ist auch lecker und würzig. Ich habe bekommen die selbstgemachten Bandnudeln mit. Ja, schau mal, sind das. Und ich glaube, ich sehe da auch Käse drauf. Ich werde euch dann berichten, ob es schmeckt. Nudelladen. Ist die cool? Die ist cool, die Nudel. Die YouTube-Vorschläge für den 21.08.2023. Liebes Leselust, Staffel 2, Folge 2 von Jürgen von der Lippe. Real Life Easter Eggs von PostiT. Leidenschaft für Schiffe von India Doku. Jaw-dropping Moments, Do You Want to Know? Eye-Opener von LGR. Mix-Pop-Musik und leider zu viele Fehler. Brick Story. Ja, da haben wir heute wieder was gelernt. Ich habe den Nachmittag genossen. Wir waren sehr gut essen, wie ihr gesehen habt. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Dingsdipumps. Ich bin gespannt, was wir morgen tun.